So, da geht's natürlich weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich es jetzt so gemacht. Die alte SSD-Festplatte, die glaube ich 500 schreibe und knapp ein Gigabyte, nee, andersrum, 500 lese und 500 oder 700 Schreibgeschwindigkeit hat. Weiß ich gar nicht, was ich damals für eine genommen habe. Müsste ich nochmal mit einem CND-Leseschreibbefehl überprüfen. Auf jeden Fall habe ich das so gemacht, dass da, wo die Spiele vom vorherigen System drauf waren, dass da jetzt die Spiele-Videos drauf sind. Damit kann man dann auch schneller rendern und allem drum und dran. Vor allem kannst du, wenn du das passende Programm installiert hast, das über CMD machen. Und brauchst da nicht ein extra Renderprogramm dafür. Also mit dem Konsolenbefehl sozusagen. Und so weiter und so fort. Muss ich nur mal gucken, ob ich mir da von meiner alten Windows-Festplatte noch die Dingsbums reinschmeiße. Ich habe jetzt hier komplett blank gezogen sozusagen. Sprich, alle Festplatten im alten System sozusagen größtenteils formatiert, die ich jetzt hier eingebaut habe. Die anderen sind noch soweit richtig. Wenn Fragen sind, sagt ruhig Bescheid. Ne? Klar, ich kann euch sowas, das ein oder andere bearbeiten, beantworten. Auf jeden Fall. Bin ich da eigentlich relativ glücklich. Wenn das so eine gute Idee war. Die haben mich aber nicht gesehen, ne? Was haben wir denn hier? Schalte den Lagergeneral aus. Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Kann man das auch manuell einblenden? Das war dumm. Oh, das war doch ein bisschen mehr. War doch ein bisschen mehr. Naja, auf jeden Fall bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden. Verletze Gegner mit einer Schwarzpulverbombe. Курс.
Yes, Bonus hat geholfen, okay. Scheiße, einmal sind sie alle da. Meine Switch macht noch alles, was sie soll. Ehrlich. Justin hasst mich dafür. Gut. Ist natürlich doof gelaufen. Habe ich noch Schwarzpulverbomben? Nein. Das bedeutet aber eigentlich, ich müsste dann die extra Bonus-Herausforderung geschafft haben. Weil das wäre ja unfair, wenn ich alles A neu machen muss. Ja, doch. Muss ich. Ohne gesehen zu werden. Das ist eine Sache, die ich sogar schaffen könnte. Das sind Herausforderungen, die mir gefallen. Okay, die sind nur alarmiert. Theoretisch. Also von daher. Die wissen, dass da jemand ist, aber die wissen nicht, dass wir da sind. Ich finde das gar nicht so schlimm. Hast mich nicht gesehen. Hast mich nicht gesehen. Aus. Noch mal ein paar Pfeilchen. Die nehme ich mal mit. Ist kein Problem. Super. Gefällt mir ganz gut hier.
sieht auch soweit akzeptabel aus. Sorry, Hundi. Das tut mir wirklich leid. Weil die können ja nichts führen. Aber ich darf halt auch nicht gesehen werden. I aim because I can. So, jetzt das Pferd. Nein. Das tut uns ja nichts. Also dementsprechend, Tiere greifen wir nur an, wenn sie uns angreifen. Und wenn wir sie halt jagen müssen, ne? Wenn es halt das Spiel halt sagt, ja, das brauchst du. Ansonsten, die ganzen Artefakte interessieren mich eigentlich gar nicht. Ich mag das Gameplay, ich mag die Geschichte so lala, ne? Die ist so ganz nett. Ich mag die Optik, das Setting. Er weiß, woher kommen die? Der weiß gar nicht. Alles mit. Die Frage ist nur, wie kann ich es zerstören? Also ja, anzünden und weg. Das hat natürlich keiner gehört. Hier ganz gut aus. Muss ich halt nur noch darüber. Na. Autsch. Also muss ich nur gucken, wo jetzt noch dieses andere Dingsbums hin ist. Da hängt was. Ist okay. Ich gucke erstmal, ob ich hier alles habe. Ich glaube, ein Banner brauchen wir noch und dann müssen wir hier die Mongolen vertreiben. Dann ist das Lager zurückerobert.
Ist noch ein Pferdchen. Hier können wir noch mal rein. Hier gibt es bestimmt noch was zu finden. Sammeln, ja. Und Jan kommt heute vorbei. Dem habe ich heute gesagt, das wird nett, bis die Puppen machen. Ist halt nur mal so. Nur weil er als Student irgendwie einen kaputten Schlafrhythmus hat, heißt das nicht, dass ich mir das auch erlauben kann. So, dann will ich mal gucken. Der sitzt da friedlich und angelt, kriegt dann einen Pfeil ins Gesicht. Komme ich da hoch? Ja, komme ich. Langsam läuft es doch ganz gut. Jetzt holen wir noch das Banner zurück. Mal alles gemacht. Super. Reihe Kishibe. Das haben wir gemacht. 2 Punkte. Fällt mir. Ich glaube, so ein paar, die ganzen Tipps werden neu angezeigt, weil ich nicht alle Daten von A nach von der Festplatte zu Linksbums verschieben konnte. Und ja. So, hier ist was. Das ist zwar okay. Wir könnten jetzt hier weitermachen. Ich will aber hier hin. Letzte Bitte. Die Mongolen und Banditen sind schon schlimm genug, aber jetzt auch noch Banden von A. Punkt. Jetzt ja noch Banden von abtrünnigen Strohdrohnen aus. Breiten sich auch noch Banden. Och, ich hörte, sie greifen Bauern in Kubara an. Ich muss sie aufhalten. Auf jeden Fall. Den Lümmeln trete ich in den Sack. Ihr kriegt 20 Hiebe auf die blanken Fußsohlen mit ganz dünnen Bambusstäben. Aua. Was haben wir hier?
Ja, komm, das ist jetzt nicht so tragisch. Ronin, schlachten diese Menschen ab. Hier ist jemand! Hallo! Gib auf! Du gewinnst nicht! Das war knapp. Diese scheiß Ronin, weißt du? Es reicht schon, wenn es Banditen gibt. Es reicht schon, wenn es Mongolen gibt. Anstelle, dass man sagen kann, yo, weißt du was? Wir machen jetzt mal ganz kurz Frieden und versammeln uns gegen andere Arschlöcher. Aber nein. Muss ja jeder immer irgendwie nur seinen eigenen Vorteil sehen, anstelle zu sagen, vertreib doch erstmal die Mongolen. Mach erstmal eine Sache. So, wenn das gegessen ist, dann könnt ihr euch wieder sagen, okay, jetzt gehen wir getrennte Wege. Hallo? Hier. Ab dem Zeitpunkt machen wir wieder unser Ding. Wieso greifen die Ronin euch an? Ich weiß nicht. Sie zwangen die hiesigen Männer, mit ihnen zu kommen. Sie haben meinen Mann. Oder? Wisst ihr, wohin sie ging? Sie sprachen davon, zu einer Schlucht im Norden zu gehen. Bitte, rettet Oda. Das mache ich doch, meine Teuerste. Eine letzte... Oh nein, die ist gestorben. Oh nein. Liebe Dame, mit ihren letzten Worten wollte sie nur noch ihren Mann gerettet wissen. Sie hohle Schlucht. Die betreiben dort Schmuggel und Sklavenhandel. Das habe ich mir schon fast gedacht. Wir können der Dame die letzte Bitte nicht verwehren. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Gehen da jetzt hin und retten ihren Mann. Wir hoffen, dass... Also ich hoffe zumindest, dass da noch was übrig ist. Okay, ich konnte jetzt auf den Dach rumklettern, das war schön. Hat mir nur nichts gebracht. So, nehmen wir nochmal mit, was wir hier können. Vielleicht gibt es hier sogar noch... Ja, zweiten Stock. Ja, eigentlich interessant, ne, dass wir als Held hier uns die Freiheit nehmen, alles mitzunehmen und Diebe aber bestrafen, wenn sie halt ein paar Leute überfallen. Im Endeffekt haben wir doch wesentlich mehr in den Taschen.
als die Diebe jeweils mitgenommen haben. Meine Munition, Pfeile und so ein Kram verstehe ich, aber an den Rest bin ich dann doch ein bisschen gemein. Ich habe schon wieder so einen Fuchs gehört. So, Buchs, wo bringst du mich hin? So, wunderbar. So, und jetzt hilft mir aber dem Mann. Versprochen. Frage ist halt nur, ob wir das noch in diesem Part schaffen oder ob wir das im nächsten machen. Aber wir sind schon nah an den 30 Minuten dran. Blumen! Da gehen wir jetzt einfach mal strikt rein. Ohne Ablenkung, ohne alles. Gucken mal, was so uns auf dem Weg begegnet ist, solange es auf der Karte markiert ist. Sieht doch schon wieder nach einer Quelle aus. Ist aber schön, also wirklich sehr, 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 sehr schönes Spiel hier, so von der Optik. Gefällt mir riesig. Die Frage ist halt nur, komme ich jetzt hier durch? Ja, muss ich den Berg so ein bisschen umrunden. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Also rennen ja, aber nicht sprinten. Noch Pilze oder nee, das sind Steine. Ich dachte schon. So, jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier runter kann, ohne gleich zu sterben. Na, hier klappt das. Gucke mal. Nee, ich werde nicht herausfordern. Weiß ich mich, dass ich verkacken werde. Ja,
So, wunderbar. Wieder in Omi. Zu Hause. Ja, ist doch schön hier. Ja, ich will hier... Nee, ich muss auf die andere Seite vom Omi-See. Schaffe ich das? Hier haben wir mit unserem Onkel trainiert, ne? Genau. Okay, ist schon geil. Schick. Ob man das so hinkriegt? Es gibt bestimmt jemanden, der das gemacht hat auf der Welt, der einfach hier die ganze Zeit lang gelaufen ist, in der Hoffnung. Die ganzen Blätter hier von dem... Dingern wegzukriegen. Ich fürchte aber nicht, dass das passiert ist. So, ich will mal was gucken. Machen wir uns erstmal sauber hier. Ich weiß nicht, ob der böse ist. Sorry, alt Adler, du hast ausgedient. So, Ruhe im Karton. Wunderbar. Ja, es war einmal ein junger Bursch. Der war im Kopf auch ganz schön durch. Au. Oder es ist ein Omen für Künftiges. Ich erzähle euch die Legende der Tengu. Ich habe keine Ahnung, was der Legende... Ich würde es ja gerne mal ausprobieren, einfach mal zu gucken.
Im Maul. So, das müsste es gewesen sein. Die Frage ist jetzt nur, wie über die Brücke. Gut, machen wir aber beim nächsten Mal. Ne, wir sind schon wieder bei knapp 40 Minuten, circa. Da würde ich sagen, macht's gut, Leute. Tschüss.